Servus, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist NikoCon und ich begrüße euch zu meinem neuen Let's Play Super Ghouls and Ghosts. Oh Gott, was freue ich mich drauf. Manchen wird vielleicht der Titlescreen schon bekannt vorkommen. Ich werde auch gar keine großen Worte verlieren. Viel Spaß beim Intro. Und damit beginnt unser Abenteuer. Ich werde euch natürlich, zumindest in den ersten Leveln, alle Kisten zeigen. Ich werde es auch so machen, ich werde ein bisschen speichern, werde euch zeigen, wie das aussieht. Nicht unbedingt, um zu cheaten, das habe ich hier in dem Fall überhaupt nicht nötig. Vielleicht für den einen oder anderen, der sich fragt, ja, warum unbedingt dieses Spiel? Ganz einfach. Zum einen war es das allererste Super Nintendo-Spiel, das ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Und zum anderen habe ich das andere YouTuber spielen sehen. Und die haben das so schlecht gemacht, dass ich echt sagen muss, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist einfach... Nee, das geht gar nicht. Weder die goldene Rüstung, noch irgendwas gezeigt, noch irgendwie ansatzweise human durchgekommen. So, den Wolf, den killen wir. Auch das killen wir. Wir killen einfach alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Es gibt drei Rüstungsarten. Mehr gibt es nicht. Ab der goldenen ist Schluss. Hier kommt so eine Trollkiste. Ich speichere deswegen mal. Ah, okay, gut. Also es kann auch sein, dass hier so ein... Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Ein Zauberer oder so. Okay, da speichere ich mal kurz. Dann schaut mal, was passiert. Das sind wärmesuchende Projektile. So. Wenn man es aber auflädt, dann... das muss ich weiter hinten machen. Einen Moment. Schaut mal nach oben. So entdeckt man nämlich alle Kisten, wenn man nicht weiß, wo es die überhaupt gibt. So. Und genau, weil ich hier euch noch das andere zeigen wollte, muss ich jetzt zurück. Weil da kann ich nämlich solche Späße hier machen. Und bam. Die besten Waffen sind das zwar nicht, aber... Wir werden einfach mal gucken, was wir so im Verlauf des Spiels kriegen können. Wir hoffen ja immer auf die Dolche. Dolche sind einfach das Beste, was geht. Und auch die Ulti, nenne ich sie jetzt einfach mal, ist bei Dolchen richtig krass. Ihr habt ja gesehen, dass ich ein Schild aufgenommen habe. Dieser Schild ist dafür verantwortlich, dass ich zwei Treffer aushalten kann. Jetzt nicht von solchen Gegnern, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, das laden wir hier auf. Und lassen los. Hier links ist noch eine Kiste, aber ich glaube, ich kann sie erst rechts aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt rübergehe und jetzt hochspringe... Genau. So. Perfekt! Muss es haben. So. Weil jetzt können wir nämlich übelst abgehen. Die Ulti zeige ich euch auch gleich. Einen Moment, bitte. Hier nicht zu weit vor, weil sonst kommen wir nicht mehr zurück. Und hepp. So. Übrigens, wenn man volle Punktzahl hat, dann bekommt man ein Leben spendiert. Wir haben davon zwei, sehen wir links oben. Ich glaube ab 10.000 Punkten oder so. Bin mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher. So.
Und Ulti, go. Quatsch. Auch hier werde ich euch noch kurz was zeigen müssen. Und zwar einen Moment, bitte. Also, wie gesagt, ich speichere wirklich einfach nur, damit man sieht, was hier passiert. Er wirft sein Auge auf uns. Wir können das eben einmal abwehren. Beim zweiten Mal ist es schon kritisch. Und beim dritten Mal bricht dann tatsächlich unser Schild. Und wir sind dann eben schutzlos. Wenn uns das Ding trifft, sind wir kaputt und in dem Fall sogar ganz tot. So, wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir aus dem Ding hier einfach Matsch. Das hier ist auch teilweise eine Trollkiste. Es kann sein, dass da jetzt eine Bärenfalle drin ist. Die auch echt gar nicht einfach ist zu öffnen. Genau. Bärenfallen wollen wir nicht. So. Hier gibt es wieder eine Kiste. Aber da ist auch wieder 50-50. Also genau, das ist zum Beispiel einer dieser Typen. Er verwandelt uns in verschiedene Charaktere. In dem Fall ist es eben ein kleines Mädchen. Was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde. So, deswegen habe ich den Käse ja hier auch gemacht. Deswegen habe ich hier auch gespeichert. Pass mal auf. Es gibt nämlich noch andere Charaktere. So, machen wir das mal ein bisschen so. Ups. Nee, es bleibt wohl beim Mädchen. Gut, dann eben nicht. Also wir könnten auch zum Beispiel, boah, was gibt's denn noch? Ich glaube, eine Biene, ein Baby und ein Walross. Genau. Gab's hier nicht auch eine Kiste? Ja, genau, hier jetzt links. Also das sind halt zum Beispiel Sachen, die kann man ruhig mal zeigen. Und das persönlich möchte ich jetzt in dem Level nicht aufnehmen. Finde ich nicht so dufte. Wie kommen wir da ran? Das ist ein ziemlich gefährlicher Sprung. Also da riskiere ich jetzt Kopf und Kragen, Freunde. Genau, deswegen... Nein, 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 nein! Wow! Verpiss dich! das war knapp. Aber so liebe ich meinen Ghouls and Ghosts. Beziehungsweise die Ursprungsserie heißt ja Ghosts and Goblins. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich komme da immer ganz gerne durcheinander. Aber irgendwas mit Geistern eben. Weißt du, ich meine... Sobald man weiß, was ich meine, dann ist ja auch wieder gut. So, hier können wir so rüber, das macht uns nichts. Gleich nach rechts, würde ich sagen. Weil hier oben ist noch eine Kiste, genau, wenn man so unten runterspringt. Ich würde sie jetzt noch nicht aufnehmen, wenn ich das kann. Na, ich komme da so gar nicht mehr dran vorbei, kann das sein? Weil ich würde noch ganz gern an die Punktzahl hier. So, was kriegen wir hier dafür? Speer wollen wir nicht. Ich muss mal gucken, ob der von alleine verschwindet. Fast forward. Nee, tut er nicht. So. Sind auch so Spielereien, die man einfach mal ausprobiert haben muss, finde ich. Das war jetzt relativ knapp. Und auch hier wiederum. Wisst ihr, ich zeige euch mal kurz, wie ich den Gegner machen würde. Und ihr würdet davon nichts sehen, deswegen habe ich auch gespeichert. Einen Moment. Man zieht ja das mal rein. Hallo Greifentypi. So, jetzt loslassen, dass wir den... Oh, okay, mein Fehler, Entschuldigung. Aber man sieht ja doch was von ihm. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich schneller fertig kriege. So, und das war's jetzt. Und jetzt hast du nichts vom Kampf gesehen. Du hast einfach die Epicness dieses Greifen nicht begreifen können. Deswegen machen wir das jetzt anders. Wir spielen ein bisschen mit dem. Also ihr seht, ganz am Anfang kann man ihn noch nicht angreifen. Er hat nämlich noch einen anderen richtig geilen Move drauf. Man darf auch nicht an seine Klauen kommen. Ich zeige euch das mal kurz. Na komm. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, man kommt dann gar nicht hinter. Ja, seht ihr? Also, er pusht einen hinter und nutzt seine Füße dazu. Kommt, genau, das ist der Move, den ich sehen wollte. Richtig widerlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Seine hungrigen Babys. Und so dauert dieser Kampf auch um einiges länger, wie ihr seht. So, genug Spaß gemacht. Wird Zeit, dass ich das Viech kille. Ist, glaube ich, auch einer der wenigen Gegner, die tatsächlich so viel können. Ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob dieses ganze Gesave-State euch auf den Sack geht oder nicht. Ich persönlich muss sagen, ich möchte euch eben so viel wie möglich vom Spiel zeigen. So. Die Parts werden auch relativ kurz. Ich mache das so, ein Part ist ein Level. Und, wir haben ein Leben bekommen. Level 2! Welche monstrosen Monstrositäten uns hier im Level erwarten, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!